So, es ist Quarantäne, Ausgangsbeschränkung. Wir sollen alle zu Hause bleiben. Was macht man da den ganzen Tag, ne? Es wird sehr leicht langweilig. Es ist schlimm. Deswegen nimmt man gerne mal ein Buch zur Hand, um ein wenig Unterhaltung zu verspüren. Hier habe ich mich entschieden für Friedrich Wilhelm Nietzsche, den großen deutschen Philosoph und Weisen. Und da kann man, weiß man gar nicht, was man auswählen soll. Wir schauen mal ins Inhaltsverzeichnis rein. Das religiöse Leben, der Mensch im Verkehr. Nee, brauchen wir jetzt ja was für. Der Mensch mit sich allein. Manchmal vermischte Meinungen und Sprüche. Der Mensch ist ja auch nicht allein, der ist ja mit der Familie, ne? So, jetzt gucken wir mal, was haben wir? Wieder die Phantasten. Ja, gut. Vielleicht was schön Fruchtiges hier. Irgendwas, was uns jetzt vielleicht ein bisschen hilft, ne? Ein bisschen Spaß macht. Bisschen schön macht. Das ist so schwierig. Nicht zu schwer nehmen. Sich wund legen ist unangenehm, aber doch kein Beweis gegen die Güte der Kur, nach der man bestimmt wurde, sich zu Bett zu legen. Menschen, die lange außer sich lebten und endlich sich dem philosophischen Innen- und Binnenleben zuwandten, wissen, dass es auch ein sich wund legen von Gemüt und Geist gibt. Dies ist also kein Argument gegen die gewählte Lebensweise im Ganzen, macht aber einige kleine Ausnahmen und scheinbare Rückfälligkeiten nötig. Also wenn man sich auf seinen Geist besinnt, dann kann man sich auch wund liegen, ne? Und wir besinnen uns hier manchmal jetzt ein bisschen auf den Geist, weil wir müssen und dann viel Freude haben. Wer viel Freude hat, muss ein guter Mensch sein. Aber vielleicht ist er nicht der Klügste, obwohl er gerade das erreicht, was der Klügste mit all seiner Klugheit erstrebt. Das ist eh so ein Ding, ne? Das denke ich mir auch mal, wenn die Leute so schlau sind, warum sind die dann nicht gut drauf, so? Ja, das ist doch recht, der Nietzsche, so. Der Klügste versucht es und ist zu dumm, wer unglücklich ist, ist einfach zu dumm. So, da haben wir es. Sich rein zu waschen verstehen. Man muss lernen, aus unreinlichen Verhältnissen reinlicher hervorzugehen und sich, wenn es Not tut, auch mit schmutzigem Wasser waschen. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Also auch wenn es einem scheiße geht, muss man die Umstände benutzen, um. Scheißegal. In schlechten Zeiten mit schmutzigem Wasser waschen. Und davon reiner werden. Ja, ist doch geil. So, ja, das reicht jetzt auch wieder, ne? Würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft. Hier viel, vielen Dank. Da haben wir ja alles gelernt. Da können wir uns jetzt einen schönen Abend machen noch. Und wieder einmal hat uns Nietzsche in Zeiten der Not weise Ratschläge gegeben, die wir gut anwenden können. Auch mal lieb sein. Oder nicht. Nicht böse sein. Bitte lieb. Bitte sei lieb. Komm, jetzt sind wir alle lieb. Jetzt sind wir alle lieb. Ich habe am liebsten wäre ich ein Bus. Und wenn ein kleines Auto kommt, dann fahre ich hin und sage, ich bin der große Bus und du fährst jetzt zur Seite, sonst fahre ich an dich ran und fahre dich um, fahre ich mich ab. Ich fahre dein ganzes Heck ab, kleines Auto. Und dann das Auto hat voll Angst, fährt weg. Und ich, der Bus, fährt lang. Keiner kann was machen. Was wollen die machen gegen den großen König? Den großen Boss, den Bus, der große Mike, der Bus. Alle müssen fliehen aus Angst. Alle müssen sich verstecken. Die Kinder graben sich ein in ein Geheimversteck und fliehen vor dem großen Bus. So, das war's. Danke und tschüss.